Okay, willkommen zurück zu Let's Play Rayman. Okay, nochmal. Okay, willkommen zurück zu Let's Play Rayman 3 auf Deutsch mit Spencer von mir. Das bin ich. Ich glaube, da unten hat es vielleicht noch einen Käfig. Ne, da hat es nichts. Oh mein Gott, da kommen nur so Dinger. Oh, ich mag diesen Part. Guckt euch das an. Nee, das ist gut. Whoop. Okay, das Glowbox. Guckt euch den an. Glowbox ist da. Hallo, Glowbox. Sag doch was. Okay, sag halt nichts, Arschloch. Warte, jetzt sagt er was. Aber den hört man so schlecht, ich weiß nicht. Haben die da, die sind ziemlich schlecht gewesen bei der Soundeinstellung. Ich meine, ich habe jetzt kein Wort verstanden. Ich weiß jetzt nicht, ob man das bei der Aufnahme hört. Aber wahrscheinlich nicht, weil ich drüber rede. Ach, ich bin so blöd. Hä, wo bin ich hin? Nee, ich muss da durch. Da. Ja, Energie wäre nicht schlecht. Okay, oh, jetzt sind wir schon hier. Gibt's doch nicht, ey, schon so weit. Okay, ich glaube, die Frauenstimme hört man eh nicht. Wir müssen jetzt dieses Teil hier hochbringen. Dieses Ding. Und das muss man halt immer in schön in gleichmäßig, sonst geht der Pfeil wieder runter. Das habt ihr vorhin gerade gesehen. Also immer schön gleiche Bewegungen machen, da geht das ziemlich einfach. Und jetzt hat das schon Schaden genommen, die Maschine. Jetzt kommen Gegner, okay. So, geh weg, Gegner. Ich hab dich nicht nötig, so. Okay, jetzt kommen wieder die Maschine. Immer schön die gleichen Bewegungen machen, die trifft euch nicht. Wenn ihr immer die gleichen Bewegungen macht, trifft ihr euch nicht. Das ist nämlich scheiße. Okay, jetzt warten wir. Was kommt? Ich sehe es nicht. Was ist das? Ach so, Gegner. Und du stirbst. Oh, die mag ich am wenigsten. Oh, ich bin voll gut, mich trifft nichts. So, haben mich alles getroffen, ich bin voll gut. So, oh mein Gott, ich bin voll konzentriert. Okay, oh, ich habe bis jetzt keinen Schaden genommen, ich bin voll gut. Guckt euch die Lava an, die sieht noch schlechter aus als bei Super Mario Sunshine. Das gibt's doch nicht. Okay, jetzt kommen wieder diese fliegenden Viecher, die nerven. Ah, was soll das? So, Gram. Komm, oh, seht ihr, die Kämpfe sind hier nicht so abwechslungsreich. Das finde ich ein bisschen schade. Sonst ist das Spiel eigentlich perfekt. Obwohl eigentlich die Kämpfe sind auch cool, aber nicht sehr abwechslungsreich. Der letzte Bosskampf wird ganz schön abwechslungsreich, das kann ich euch schon mal sagen. Aber das, ich will jetzt nicht spoilern, was da kommt. Weil das wird noch ganz schön cool, das Spiel, glaub mir. Okay, was kommt jetzt? Nichts? Nee. Oh, jetzt kommen wieder diese Viecher, oder? Ah nee, die schießt. Dann haben wir alles mal gesehen, dann können wir hier ruhig weitergehen. Habe ich euch alles gezeigt. In diesem Bosskampf. So, bam. Bam. Haugen Lukas ist das. Es ist immer wieder. Es ist wirklich immer die gleiche Bewegung. Der kann euch nicht treffen. Das ist zu einfach fast schon. Okay, was kommt jetzt? Oh, wieder diese Typen. Keine Abwechslung, seht ihr? Bam. Oh, mit einem Schlag besiegt. Bam. Bam. Oder was? Oh mein Gott. Es ist so einfach. Ich weiß nicht, was sagen, weil es so einfach ist. Und bam, besiegt. Jetzt geht's kaputt. Und die Lava steigt, oh mein Gott, gehen wir schnell. So einfach kommst du mir nicht davon. Du wirst was, na? Ist dir nicht eingefallen, was sagen, ne? André, du hast keine Ahnung. Okay. Automatische Datenspeicherung entfernen, sind nicht die Memo-Karte und Speicherung kann erfolgreich. Ich kann das wirklich bald auswendig, aber nur die ersten paar Zeilen, weil ich nie weiterkomme. Oh mein Gott, jetzt steigt die Lava. Wir müssen ganz schnell sein. Achtung, und jetzt kommt die Lava hinterher. Es ist so schwer, oh mein Gott. Und da kommt der Gegner, oh mein Gott, Spruch. Oh, ich werde voll gefordert, ey, hier. Ist ja schlimm. Schnell hier hoch. Oh mein Gott, was macht da? Oh, schnell hier rüber. Ich glaube, hier kann man gar nicht rüber, ohne einmal getroffen zu werden, jetzt hier vorne. Glaube ich. Oh mein Gott, geh weg. Ah, was zur Hölle? Ich sterbe noch, geh weg. So, oh mein Gott. Das kommt ganz schön nahe mir, ey. Das gibt's doch nicht mehr. Schön, dass man diese Gegner mit einem Schlag besiegen kann, sonst hätte ich hier viel mehr Probleme. Warum hat das André nicht...
Warum ist das dem nicht aufgefallen? Ist der blöd oder was? Jetzt kommt der coole Teil. Jetzt kommt der coole Teil. Jetzt kann man hier auf den Ballons rumspringen. Das war Spaß. Okay, jetzt kann ich ein bisschen aufholen. Wenn ich hier springe. Boom, boom. Ich liebe es. Ich mag die Ballonspringer-Parts in diesem Spiel. Die sind echt cool. Okay, weg. Boom. Bam. Oh, was soll das? Ja, geh weg, ey. Wo ist meine Energie? Ich sehe sie nicht. Wie viel Energie habe ich noch? Okay, so viel. Oh, es ist viel zu viel. Guckt euch das an. Ich. Oh, Mann. Seht ihr, mich trifft die ganze Zeit irgendwas, aber ich habe trotzdem noch voll Energie. Das gibt's doch nicht. Das ist einfach zu einfach, dieses Spiel. Das ist meine einzige Kritik an diesem Spiel. Sonst ist es total cool, aber es ist einfach zu einfach. Naja, vielleicht ist das nicht schlecht, weil sonst ist es... Ich habe lieber, wenn ich ein Spiel gut durchspielen kann, anstatt wenn ich die ganze Zeit verrecke hier. Das stimmt jetzt auch wieder. Vor allem als Let's Play jetzt. Möchte ihr das sicher nicht sehen, wie ich hier die ganze Zeit verrecken würde. Okay, wo sind wir jetzt? Okay. Boom, boom. Oh mein Gott, die Maschine. Oh, Hochdruck. Boom. Oh, es explodiert gleich. Okay. Usch. Boom. Wir haben die Maschine kaputt gemacht. Ey, wir sind so super. Oh, guckt euch an, sogar über den Maximum. Ha, wir haben alle Hollungs hochgesprengt. Oh mein Gott. Wo ist Globox hin? Okay. Was ist denn das jetzt? Oh, Reflux. Bei der Macht des Zepters unserer Ahnen, O Lettis, Herr der Nacht und Vater der Knarren, erscheine, oh mein Gott, und verleihe mir deine Macht. Yeah. Oh oh, das wird ganz schön. Was passiert da jetzt, ey? Ich weiß es nicht. Oh, guckt euch das an, alles wird dunkel und böse und... Was machen die nur? Haben wir es etwa nicht geschafft, oder was? Oh mein Gott. Oh, es wird spannend hier. Bei Let's Play Rayman 3. Und es lädt. Es lädt. Ich will nicht, dass es lädt. Wenn es lädt, muss man immer so lange warten. Okay, jetzt sind wir irgendwo gelandet. Anscheinend am Fuße von dem Turm da. Was sind hier hinten? Hallo, was ist hier hinten? Okay, nichts. Mal gucken. Wow, guckt euch das an. Da hoch müssen wir jetzt. Ist das der Tor? Ist das der Gipfel? Nee, ich glaube nicht, oder? Sieht komisch aus. Sieht nicht so aus wie vorhin auf der Cutscene. Okay, dann sind wir hier. Gehen wir da halt durch. Gut. Der letzte Abschnitt vom Spiel. Oh, wie cool. Das kann ich euch jetzt schon sagen. Ja, ja, das Let's Play wird nicht mal lange gehen. Ich weiß nicht, vielleicht noch so 5 bis 10 Parts. Höchstens, sag ich mal. Pyramid-Dünger. Okay, ein Gegner. Jetzt geht's mal richtig ab. Das Spiel holt wirklich alles raus. Ich sag's euch, ey. Das wird so cool. Bam. Okay, boom, boom. Zack. Komm, stirb. Ich hasse dich. Ja. Nice Gegner. Drache. Magier. So, zack, zack. Und... Ui. Geh weg. Komm, geh weg, geh weg. So, zack, Ram und Boom und... Oh mein Gott, ey, es geht hier wohl ab, ey. Guckt euch das an, das hatten wir noch nie. Jetzt bist du dran. Und dich verwandle ich noch kurz. Ja, muss schon anvisieren, Rayman. So, zack. Koppen. Oh, ich liebe das Kampfsystem in diesem Spiel. Okay, jetzt kommen da noch mehr, ey. Gibt's doch nicht. Und das ist erst der Anfang von diesem Abschnitt hier. Bam, besiegt. Okay, was hat er da gelassen? Ein roten Laser Rainiger und Rayman freut sich. Bam, 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 bam. Okay, hoch da. Ach nee, jetzt kann ich ja die Tür kaputt machen. Und smash. Gehen wir hier weiter. Ich glaube, da oben gibt es eh noch Punkte oder so. Ich weiß nicht. Ist auch nicht so wichtig. Vielleicht ein Käfig, naja. Ich habe eh genug Energie. So, welchen Weg nehme ich? Oh, ich kann mich nicht entscheiden. Ich gehe mal in die Mitte durch. Okay, der rechte Weg geht auch hier lang. Und da ist ein Käfig, cool. Ich lande gleich in die Lava. Boom, boom, boom. Rayman ist viel besser als Mario. Mario stirbt immer, wenn er in die Lava landet. Aber Rayman nur so... Aua, aua, es tut weh, guckt. So, aua, aua, es tut weh. Seht ihr?
hat ihm nichts gemacht. Der ist nicht gestorben. Er ist nicht Game Over. Nur Mario macht das. Gehen wir herunter. Okay, wo sind wir jetzt? Okay, hier oben geht's wieder weiter mit Kämpfen. Oh, die schlagen sich selber ein. Okay, Leute. Das sieht aus wie ein richtig langer Kampf. Ich glaube, ich mache hier Schluss, weil wir haben schon 10 Minuten. Und ich bedanke mich fürs Schauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.